Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Testserver-Video zu Patch 0.9.10 in dem Fall. Und ja, ihr wisst es ja und kennt es ja, ich zeige euch immer die Neuerungen im Überblick, was ihr von dem Patch so erwarten dürft. Und der erste neue Panzer, den es geben wird, der eigentlich schon im vorherigen Patch hätte kommen sollen, ist der Kanonenjagdpanzer. Den haben sie nochmal etwas überarbeitet, Tier 8 Premium der Deutschen. Und soll jetzt eben mit dem Patch dann diesmal wirklich erscheinen. Der wurde nochmal etwas angepasst. Ich habe aber auch sogar schon ein Video zu diesem gemacht. Und ich freue mich selber sehr stark auf ihn, weil er ist so eine größere Version vom E25, kann man sagen. Und optisch ein wirklich sehr, sehr schöner Panzer. Also von dem her, darauf darf man sich freuen. Und bevor wir uns natürlich die Japaner mit ihrem ganz neuen Zweig anschauen, zeige ich euch die neuen HD-Modelle und diese sind sehr, sehr zahlreich. Und zwar fangen wir einfach mal mit den Russen an und dem T-28. Dieser ist jetzt eben komplett neu auf HD angepasst. Denke mal, sehr schön. Und sieht man auch sehr gut, was sich da getan hat. Dann, oh, falsch. Dann da, die Su-76M ist hier oben. Es sind, wie gesagt, sehr, sehr viele. Von dem her muss man sich da immer noch etwas gerade orientieren. Aber da sind sie jetzt sehr fleißig, die Panzer auf HD zu bringen. Das ist die Su-76M. Tier 3 Panzerzerstörer. Und danach zeige ich euch eine Art hier, und zwar die Su-122AA. Das ist auch dann der letzte Panzer der Russen, der auf HD gebracht worden ist. Bei den Deutschen wird es dann extrem viel, also da waren sie sehr fleißig. Aber das ist eben die Su. Und nun kommen wir zu den Deutschen. Und zwar würde ich sagen, zeigen wir jetzt alle erstmal den Jagdpanzer. Und hier sieht man schon auch ein bisschen gerade, dass da auch was neu gemacht worden ist. Sehr schöne Anpassung, finde ich. Verändert den Deutschen dann da doch schon sehr stark. Nun den Jagdtiger. Ich hoffe, es geht euch nicht so schnell, aber wie gesagt, in dem Patch ist panzermäßig sehr viel passiert, deswegen will ich euch das wirklich auch alles zeigen. Da haben wir den Jagdtiger, den Tier 9 in dem Fall, der dann da angepasst worden ist. Man achte auch immer natürlich auf die Ketten und auf die Laufräder. Wirklich schön, gefällt mir äußerst gut. Aber nicht nur die TD-Spieler sind betroffen, sondern auch der Leo PTA zum Beispiel wurde angepasst. Den ich ja selber sehr gerne spiele und wirklich sehr schätze als guten Panzer. Danach gucken wir uns jetzt noch den Panzerkampfwagen 35T an. Wo ist er? Da haben wir den 38T. 35T, da ist er. Da sieht man auch wieder ganz gut an der Patina, dass das wirklich da dementsprechend auf HD gebracht worden ist. Auch hier die Aufhängung ist sehr schön gemacht mit den einzelnen Gliedern. HD tut dem sehr gut, auch wenn er vielleicht nicht der häufigst gespielte Panzer ist, aber optisch sehr schön. Nun kommt der Marder 2. Den haben wir dann hier. Also ich muss sagen, die HD-Modelle sehen alle ausgezeichnet aus, also macht wirklich Lust
und zeigt, dass die Entwickler wirklich mittlerweile versuchen und es schaffen, aus dieser Engine noch was rauszuholen. Dann den Panzerjäger 1. Haben wir hier. Gefolgt wird das Ganze jetzt vom Sturmpanzer. Tier 4 Artillerie. Ich finde auch schön, auch hier diese, also wie gesagt, das ist alles, also gerade an den Ketten tut sich immer unglaublich viel, auch natürlich am Panzer allgemein. Also es ist, man sieht auf jeden Fall, dass die Leute da sich nicht nur damit zufrieden geben, so ein bisschen Kratzspuren zu machen, sondern allgemein es sehr, sehr schön zu machen. Ein Panzer, der von sehr vielen geschätzt wird, ist der Leopard, der Tier 5, und auch dieser ist angepasst worden. Kann ein wirkliches Nervbündel sein im Kampf, also dementsprechend hat er auf jeden Fall seine Fans. Und den letzten der Deutschen, den muss ich euch hier zeigen, und zwar der Panzerkampfwagen 2 Ausführung J, ist auch auf HD gebracht worden. So, das war's von den Deutschen. Weiter geht's mit den Briten. Beziehungsweise nein, mit den USA geht's erstmal weiter. Und zwar M41 HMC Tier 5 Artillerie. Schaut sehr nice aus, finde ich wirklich cool. Also auch hier die Rampe und alles wirklich sehr schick gemacht. Das kann man gar nicht anders sagen. Also der kommt sehr gut rüber. Dann der T-71, da hat sich doch dann schon deutlich noch mehr getan, also als nur ein HD-Modell. Sondern da ist der Aufbau ganz verändert worden. Das sieht man hier. Also an alle Fans vom T-71, der hat sich doch deutlich nochmal verändert gegenüber der Version, die man auf dem jetzigen Live-Servern kennt. Aber finde ich nicht verkehrt. Ist halt einfach anders. Nun gehen wir zum T110E5. Dem 10er schweren Panzer. Ich muss nur sagen, ich finde diese Reflexionen da an den Fenstern immer auch sehr schön da oben. Die Fenster an diesen Scharten, sag ich mal. Und last but not least von den Amerikanern, der M2 Light, dass auch der kleinere da noch vorhanden ist. Und auch dieser eben auf HD. Nun bewegen wir uns weg von den Amerikanern und gehen hin zu den Franzosen. Und zwar ist sowohl der AL-44 als auch der AMX-M445 sind beide auf HD gebracht. Deswegen fangen wir einfach mit dem AL an. ARL natürlich, aber ich kürze es da etwas ab. Beeindruckendes Gerät, besonders die Ketten, dass die da einfach anders sind als Pendants bei anderen Nationen. Die Franzosen-Lobby an dieser Stelle sei gegrüßt, werden sich bestimmt sehr freuen, wenn da ein paar Panzer angepasst werden. Und wir gucken uns direkt jetzt den AMX M4 an. Da ist er in seiner vollen Pracht.
das war's dann von den Franzosen. Weiter geht's mit den Engländern und da ist ein Panzer und zwar der Black Prince. Tier 7 schwerer Panzer, der angepasst wird auf HD. Besonders hier die Front, finde ich, ist da, sieht man auf jeden Fall, dass da ein bisschen was passiert. Ansonsten natürlich die üblichen Kratzspuren. Und wir verlassen auch hier die wieder und gehen. Oh, da gar nicht in die Garage, weil der eine ist der Type 59, den zeige ich euch aus dem Hangar heraus. Und auch der für alle, die den noch haben, ist auf HD gebracht worden. So, Type 59. Dann, jetzt ist es natürlich viel spannender und wichtiger, die neue Nation, beziehungsweise die Nation gibt es schon, aber der neue Zweig der Japaner. Und wir fangen einfach mit dem Tier 2er an und arbeiten uns dann nach oben durch. Der Type 89 Igo-Chiro. Und auch hier ein Tier 2 mittlerer Panzer, muss man dazu sagen. Und dann gehen wir einfach mal hier die Reihe durch. Mit dem Type 91 ist dann der Tier 3. In dem Fall schon ein Heavy Tank. Das Design ist von diesen Panzern wirklich, also alle, die da jetzt folgen, sehr kurios, sage ich schon mal. Ich gehe auch vielleicht immer mal zu den Panzern mal kurz in den Tech Tree rein. Hab's natürlich schon alles erforscht, aber dass ihr euch so einen kleinen Überblick dann auch verschaffen könnt. Also das ist vom Igo-Chiro und geht dann eben zum gerade schon gezeigten Typ 91 weiter. In dem Fall betrieben mit BMW-Motoren, finde ich ganz schön. Und dann der Type 95 oder Typ 95. 7,5 cm Kanone dann. Und wir schauen uns ihn natürlich hier in der Garage an, aber wie gesagt, das Design immer sehr speziell. Ähnelt dem 91er sehr stark. Und jetzt kommt gleich so eins dieser Kolosse da, wo man sich denkt, what the fuck? Und zwar OI Experimental. Und ihr seht, 100 Tonnen wiegt der Gute. Den zu verfehlen wird auf jeden Fall sehr schwierig. 1200 PS braucht er auch für dieses Kampfgewicht, muss man ja schon sagen. Und in dem Fall haben wir einen Durchschlag und auch das ist immer wichtig zu sehen von 130 bzw. 150 und einen Schaden von 300. Da ist er. In dem Fall die 10 cm Kanone. Hier sehen wir nochmal die Stats. Und gehen jetzt zum 6er OI. Der hat eine 15 cm Howitzer Kanone. Mit natürlich dann geringem Durchschlag, aber wenn man dann durchschlagen wird oder das Ganze trifft, hat er 700 Schaden. Das ist natürlich schon ganz schön drollig. Also da, der macht dem KV-2 dann etwas Konkurrenz. Und wenn 100 Tonnen schon nicht genug waren, dann bringt der nochmal mehr auf die Kette. Und zwar nämlich 150 Tonnen. Motor bleibt mit 1200 PS der gleiche. Deswegen auch die Geschwindigkeit etwas weniger. Aber das sind schon wirkliche Kolosse. Multiturm würde sich für diese Panzer anbieten, aber das System gibt es leider noch nicht. Und wir gucken uns den 7er Oni an. Mit 100 Tonnen ja vergleichsweise wieder leicht, muss man ja schon fast sagen. Und auch da schauen wir uns das Ganze an. Auch hier gibt es wieder die Howitzer. Es gibt aber auch eine normale 10 cm.
und die hat dann in dem Fall 190 bzw. 215 Durchschlag bei 330 Schaden. So, dann den Oho. Auch hier das gleiche Bau, das gleiche System, auch wieder so mit einer Howitzer, die man dann da nehmen kann. In dem Fall allerdings 215 mit 330 Schaden, dann auf der, sag ich mal, wahrscheinlich meistgespielten Kanone. Und sieht dann wie folgt aus. Bisschen mehr Nieten sieht man schon. Das Turmsystem behalten sie gefühlt bei, wird aber hier durch eine MG und da drüben durch den zweiten Turm abgerundet. Auch hinten haben sie immer was oben. Also sehr spannende Konstruktion, muss man sagen. Auch hier nach wie vor 1200 PS und 121 Tonnen. Dementsprechend eine Endgeschwindigkeit von 25 km/h. Ihr seht auch an der Panzerung, dass diese Panzer wirklich eher von ihrer Panzerung als auch von ihrer Mobilität leben, ganz klar. Und wir gehen zum vorletzten, dem Neuner, dem Type 4 Heavy. In dem Fall hat er auch 160 Tonnen, also das ist der schwerste Panzer im ganzen Tech Tree. Eine Frontpanzerung von 250 und eine Turmpanzerung von 250, 200 und 200, also seitlich oder hinten auf den Turm zu schießen, macht bei denen kaum Sinn. Und der Forschungsbaum schaut aus wie folgt. Und hier mal dann eine 10er Kanone, 14 cm. Mit 249 oder 282 Durchschlag und 600 Schaden. Das ist schon aller Ehren wert, aber das liegt natürlich dementsprechend am Kaliber. Und der 10er ist dann der Type 5 Heavy. Der behält die Kanone mit allerdings dann 249 und 282 Schaden, Durchschlag mit 600 Schaden. Und ist dann kein ganz so, in Anführungszeichen, großes Monster mehr, aber mit 150 Tonnen lediglich 10 Tonnen leichter als der Type 4 das Ganze war. Motor seht ihr auch wieder 1200 PS, 25 km Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit und eine Frontpanzerung von 260. Die Seite und Heck, das hat dann dementsprechend 140 und 150, also natürlich etwas weniger. Aber auch der Turm 260 mit 210 und 200 hinten ist wirklich massivst gebaut. Und da kann man schon sagen, das ist dementsprechend, ja, sehr ruppig. Dann noch zwei Sachen, die ich euch so für den Testserver mitgeben will. Verstecktes Dorf und Perlenfluss gibt's nicht mehr in den Zufallsgefechten. Also diese kann man zwar noch anwählen, aber nur manuell, indem man das Gefecht bzw. die Karte aussucht. Aber in Zufallsgefechte kommt man derzeit nicht mehr. Ob das auf dem Live-Server auch so kommen wird, ist natürlich fraglich, aber wohl der Plan. Und zu den Domination-Gefechten, da seht, habt ihr ja mittlerweile mitbekommen, dass diese aus dem Hangar entfernt worden sind. Und dafür ist es jetzt so, dass man mit allen seinen eigenen Panzern, die man da hat, da an den Gefechten teilnehmen kann. Also dementsprechend kann man mit seinen eigenen Panzern spielen und nicht mit denen, die sozusagen gestellt werden. Ja, das war dann die doch lange, aber ich denke mal sehr informative Übersicht von dem neuen Patch. Ihr könnt mir natürlich gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben, was ihr von den Japanern so haltet, ob ihr euch den Kanonenjagdpanzer auch vielleicht kaufen werdet. Und dementsprechend wünsche ich euch alles Gute. Lasst mir doch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.